Oh. Hier links war das, ne? Links, ja, hier bei mir. Ja, ich bin bei dir. Hier vorne. Vor der Kante irgendwo. Aber was ist das? Ja, das sind die Viecher von eben. Snaxy. Die rennen da in eine Höhle rein. Oh, wow. Das erfasst mich niemals. Ich sneak mich jetzt da rein. Oh Gott, das ist mega gefährlich, ne? Ich will's nicht machen. Du kommst da nie wieder raus. Mal anders. Sag dir das, du kannst da nicht mehr raus. Du kannst dich das nicht mehr drehen. Das ist ein Durchgang, glaube ich. Er sneakt mich an, der Hund. Siehst du das? Warte, bleib mal hier stehen. Wir gucken, ob es ein Durchgang ist. Das ist kein Durchgang. Nee, es kann durchgehen. Egal, das Verschwinden ist Zeitverschwendung. Aber was macht das für krasse Geräusche, das kleine Ding? Ja, ist echt so. Holy shit. Lass mal einen bösen Schrei raus. Der Einserschrei ist am geilsten, ne? Da vorne ist was! Da vorne ist was. Para! Das ist die perfekte Botschaft. Wir hätten nicht schreien dürfen. Als drauf ist die perfekte Beute für uns. Ja. Wir gehen da hin und riechen einfach seine Fußstapfen. Ja, ich sehe ihn noch. Oh, Vorsicht hier beim Runtergehen. Nicht die Pfoten brechen. Langsam gehen. Danke. Wir müssen jetzt eh langsam hingehen, ne? Da liegt was. Totes. Oder schläft das? Der ist tot, ne? Das liegt, ja. Wollen wir erstmal Jagd auf Para machen? Ja, wir müssen jetzt erstmal den essen. Jetzt dürfen wir den nicht töten. Ja, wer weiß, wie weit das schon wieder weg ist. Liegt denn hier? Der Para. Das, der Para ist ein Kanu-Töter. Ist das ein Kanu? Ja. Oh ja. Ausgewachsen, ne? Ja, wir müssen auch aufpassen, ne? Paras sind stark, ey. Also nicht unterschätzen. Wie attackiert man diesen auch wendig, oder? Ja, wir müssen halt schnell angreifen. Boah, wir sind über so einen Stein geflogen. Ich hab ihn gefunden, lol. Jawohl. Er hat attackiert. Du musst vorsichtig sein, nicht? Lass dich nicht hinten von ihm. Immer vorbeirennen. Wir müssen ganz gechillt. Und wenn er bleedet, dann lassen wir ihn ausbluten. Ja, immer von hinten, genau. Machst du oder soll ich? Er hat mich nicht getroffen. Muss echt aufpassen. Ist jetzt auch noch nicht getroffen. Er blutet, glaube ich, schon. Ja, er blutet schon. Er hat gar keine Chance. lass mich. Ja, ja. Und jetzt ist er seine Animation, jetzt kann ich ihn tragen. Oh, jetzt hat er mich einmal gehittet. Blutest du? Ja, der blutet schon stark, der Para. Ich hab keine Bleeding-Symbole. Ja, ist easy. Oh Gott, ich häng fest! Ich häng im Boden fest! Oh. Okay, alles cool, er hat mich nicht. Doch, er hat mich einmal gehittet. Blutest du? Nee. Ich auch nicht. Nur Schaden. Du musst einfach hinten in den Schwanz beißen, das ist das Beste. Kann er dich nicht treffen. Ja, dann musst du mal von der anderen Seite kommen oder so. Am besten seitlich an ihn vorbeilaufen und in den Schwanz beißen. Okay. Jetzt stack ich hier fest. Man darf halt auch nicht stehen bleiben und attackieren, man muss wirklich immer rennen. Sehe ich? Ja. Ich hab mein Bluten wieder, ich hab schon wieder regeneriert ein bisschen. Blutest du auch? Nee. Ich hab schon wieder regeneriert, er hat mich einmal gehittet. Der ist voll chancenlos, wenn wir das so machen zu zweit. Ja. Der kann doch nicht mehr wegrennen, so. Ich lenk ihn ab, du kommst. Jetzt guckt er auf dich. Jetzt komm ich. Armer Para. Wir machen das aber schon gut. Wir müssen uns echt Geduld nehmen, ne? Er blutet ja auch aus. Hält aber viel aus, ne? Wir sind echt schwach. Hab ich nicht gehittet. Oh doch, hat er das Kampf. Es kommt immer verzögert. Ja, bei mir auch. Mich hat er auch gehittet. Es kommt echt hart verzögert, ne? Ich blute aber noch nicht, aber ich bin aber schon, hab schon ein bisschen... Ich verblute auch noch nicht. Also ich beim Ansatz so. Aber ja. Er blutet halt schon. Es tropft aus mir raus. So. Ich lenke ihn auf. Wir müssen echt von beiden Seiten einfach kommen, dann kann er nichts machen. Ah, er ist auf mich aber mehr gefokust, hab ich das Gefühl. Ich hab ihn nochmal gebissen.
Oh. Ah, da ist er down. Jawohl. Ja. Sehr gut. So muss das. Professionelle Kanu-Spieler hier. Ja, das hat doch gut geklappt. Ich meine, wir sind beide am Bleeden, aber ich glaube, der Ping ist auch echt schlimm hier auf dem Server. Und man hat das immer so ein bisschen nachträglich bekommen, den Damage und so. Ja. Ich habe jetzt schon keinen Hunger mehr. Ne? Ich auch nicht, dann gehen wir weiter. Lass mal nicht direkt ausruhen. Obwohl, doch, hier sind wir safe, ne? Ja. Das Tag, der Tag-Nacht-Zyklus müsste ein bisschen anders sein. Aber nicht viel wegen den... Ah, hier ist die Höhle. Da ist er! Ich hab ihn rausgelockt, er kann nicht mehr zurück. Jawohl. Seine Family noch in der Höhle? Ja, seine Family ist in der Höhle. Da haben wir das Stück erwischt. Wollen wir gleich vor die Höhle gehen und brüllen und sagen, wir haben ihn erlegt, den Vater? Das ist natürlich jetzt. Ich habe wieder einmal die Familie zerstört von denen. Ja, das ist bitter, ne? Ich geh da jetzt. Zum dritten Mal. So, hallo. Hängt die da echt noch drin? Ich glaube. Seh nix. Halten wir uns nicht länger mit denen auf. Wie können sie den aufessen? Oh, ich bin Trike Family. Das kleine da. Ah, ne, das ist Essen. Kann man das essen? Ja. Oh, die haben keinen Bock auf uns, pass auf. Ja, ja, ich dürfte nicht angefangen, die haben nicht bedroht. Ich stelle keine Bedrohung, da ist Essen. Noch. Aber da haben wir doch schon mal ein Target, oder? Ja. Aber der, was ist denn das? Das ist ganz klein, zwei ganz große. Das sind zwei ganz große, ein Zapfen, ein kleiner. Okay. Jetzt ist Essen weg. Die haben wahrscheinlich genestet. Weil, lol, dahinter ist so ein, was ist das dahinter? Da liegt was zu essen, oder? Nein, das ist ein riesengroßer Dino. Ach, das ist dieses große Shanti. Shanti. Ja. Trinkt noch was, glaube ich. Er ist ausgelockt, er ist gerade ausgelockt, der Chanti. Echt? Trink hier oben noch mal was. Nee, hier wird es gerade heller bei mir los. Wir müssen halt aufpassen, ja, die locken halt auch Viecher an, ne, mit dem Geschrei. Ja. Jetzt ist die Frage, was machen wir da? Ja, erstmal noch spotten, ob wir noch was anderes ist, würde ich sagen. Ja, ich meine, wir können die sonst auch weiter beobachten und verfolgen und im richtigen Moment den ganz, ganz kleinen wegsnacken. Stimmt auch. Eine One hätten wir halt auch nicht ansatzweise, glaube ich. Nee. So eine Vierergruppe schaffen, glaube ich, auch nicht. Nee. Das war echt ein Tricera. Ja. Der hat sich null an wie Pflanzenfresser. Ist 47. Willst du? Ja. Oh, ich glaube, die haben uns gehört. Go, go! Noch öfter rein? Ich hab noch mal reingegangen. Aber ich blute schon. Alter, sind die starke. Kleine hat mich direkt blutend gemacht. Echt? Ich geh zum Wasserfall. Ja. Ich hab den aber zweimal gehittet. Den kleinen. Ich sprinte nochmal rüber. Oh, ist aggressiv, ist richtig aggressive Stellung. Aber die sind noch zu dritt. Die umkreisen. Das Problem ist, wir locken auch dickere noch an, ne? Ja, dann sind die tot, wir nicht. Wir müssen aufpassen, falls der losspringt, so nicht zu hitten. Hab's! Hab mal reingebissen. Es hat sich hingelegt. Blutet das vielleicht? Ich hab auch noch mal reingebissen. Ich glaube, es blutet, ja. Boah, der hat mich fast getroffen, ne? Das war richtig gefährlich. Ja, der ist echt stark, so ein Tricera. Kann von hinten kommen. Ah, ich guck grad auf mich damit. Man sieht das auch immer, ist sehr kurzfristig. Das eine liegt, das blutet. Bin mir ziemlich sicher. Das andere auch noch mal geht, das andere kleine. Ich hab das, was liegt, getittet. Das andere auch nochmal getittet. Hier vorne steht eins am Wasserfall und liegt. Guck mal.
glaube, das opfert sich. Ja, wow. Dann lass erstmal auf das andere gehen. Alter, er macht auch einen aggressiven Kampfschrei. Und nochmal reingebissen in den großen. Ich weiß halt jetzt nicht, welchen. Ich lagge gerade. Echt? Hm, wird gelaggt. Hab den auch nochmal gehittet, den großen? Oh, der ist down hier, ne? Wir dürfen eigentlich gar nicht mehr angreifen. Wie, der ist down? Der ist down hier am Wasserfall. Oh. Wir müssen jetzt aufpassen, ne? Ich will eigentlich gar nicht essen. Wir lassen die vertreiben. Ich bin eigentlich fast voll mit Essen. Wir dürfen jetzt aber nicht mehr angreifen. Nee. Verpisst euch hier. Er macht Stampfer. Gleich hittet einfach sein Baby und ist es tot. Oh, er wollte mich attackieren, der Kleine. Ist losgesprintet. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so gut angreifen können, ey. Eieiei. Nee. Er hat gar keinen Bock mehr. Ich weiß aber nicht, ob das ein Diablo-Ceratops ist oder ein Trizi. Ich glaube Trizi, oder? Obwohl, er doch müsste. Weil ich die ganze Zeit ran tue, dass wir dich mal angreifen, aber ich beiß nicht zu. Ne, wir dürfen auch nicht mehr angreifen. Ja. Was wir machen, einer lenkt ihn ab, der andere ist. Ja. Lenkt ihn jetzt ein bisschen ab. Vielleicht lenkst du ihn ein bisschen ab und ich esse. Okay, jetzt lenkst du ihn mal ab. Ich gedacht, dass wir so gut sind, ne? Ey, das macht richtig Spaß mit dem Saurier hier. Ich hab ihn aufgegessen, ne? Echt? Das heißt, ja, wir können weiter attacken? Wir können hier nichts mehr essen. Oder? Nee. Ich glaub nicht. Ich glaube auch nicht. Weiter geht der Spaß, oder? Würde ich schon sagen. Ist ein bisschen fies, aber was soll man machen so? Ich hab auch nochmal reingewissen. Ich glaube, das ist schon tot. Nee, das Kleine ist noch nicht tot. Nee, das ist noch nicht tot. Nochmal reingewissen, aber ich weiß nicht, wie wenig ich beiße. Ob ich den Groß besser oder den Kleinen. Ich will den Kleinen eigentlich snacken. Hab ich nochmal gebissen, den Kleinen? Er ist aufgestanden. Ich hab auch nur mal wegen gebissen. Kleine will sich jetzt mitverteidigen. Oh, jetzt geht's hier richtig rund. Der hat blutet wahrscheinlich wieder. Ich konnte gar nicht zubeißen, weil ich gebrüllt hab. Falsch angegriffen. Was ich hab mir fast die Beine gebrochen. Das wäre mein Tod. Er guckt gerade auf mich, wenn er von hinten kommt, kannst du angreifen. Ich bin genau gegenüber von dir. Kannst du hinten durch. Ich hab angegriffen. Sehr gut. Geh mal auf die andere Seite wieder. Ey, zu zweit kann man echt gut arbeiten, ne? Oh, den Kleinen losgeht. Ich glaube, die Nacht ist gerade aber auch echt ein Vorteil für uns. Ich glaube halt auch. Die sind jetzt. Der Kleine liegt aber noch, oder? Ja. Sind die aufgegeben? Ich weiß jetzt. Ah, nee, er wollte gerade wieder beißen. Du hast mich gebissen? Nein, oder? Doch, doch, doch. Egal, ich ruhe mich aus. Alles gut. Ich loote nur ein bisschen. Der Kleine ist tot. Echt? Ja. Ich ruhe mich kurz aus, ja? Ja. Ich habe nur ganz leichtes Bleeding. Du machst halt echt nicht viel Damage, zum Glück. Aber ganz ehrlich, wir dürfen ihn doch eigentlich angreifen, wenn er das Essen verteidigt, oder nicht? Also so sehe ich das. Macht ja keinen Sinn. Digga, was sollen wir jetzt machen, hä? Weiß nicht, wäre ich jetzt hingegeben, der mir safe und richtig fetten Hitte. Naja, wir können jetzt auch nicht hingehen und fressen, der macht uns kaputt. Ich habe eher Angst, dass wir gerade andere große Fleischfresser anlocken. Aber der macht auch nichts mehr, oder? Naja. Ich halte auch immer in die gleiche Richtung gerade. Ja. Oh. Jo, mach mal ruhigen hier. Ey, will er sich rächen jetzt oder was? Er bleibt bei seinem Nest, das kann halt gut sein. Da ist ein großer eingeloggt. Oh, die wollen Rache, ich schwör. Die haben den Lockout ausgenutzt. Die wollen Rache. Aber wir können sie nicht angreifen, das Essen liegt hier noch. Ja, ich weiß. Aber wir chillen hier noch ein bisschen mit sowas, oder nicht? Hä, der lässt mich jetzt essen, Digga. Ich da hingehe, macht er gleich Attackier-Move.
erstmal auf, wenn ich jetzt da hingehe. Nicht essen, nicht essen. Nicht? Nein, nein, nein. Gottes Willen. Ich stelle sich extra so hin, dass er direkt reinrennen kann. Wir gehen drauf, wenn wir essen. Oder eine legt sich hin. Wenn der andere sich auch hinlegt, dann können wir essen. Jetzt vielleicht? Wir wollen nur ans Essen, Leute. Ne, der guckt aber die ganze Zeit her. Ich glaube, er beschützt ihn aber. Ja, ja, ich habe Angst. Willst du es mal wagen? Ein Bissen zu nehmen? Wags. Ich würde sagen, danach hauen wir ab, wir haben genug kaputt gemacht für die. Ja. Ich habe aufgegessen. Ich auch noch eben, ja? Oh nein, der andere ist auch verstanden. Und ich gucke, ich gucke, ich gucke. Ja, oh, wie weit kannst du denn wegessen? Weißt du auch gerade nicht. Weißt du, wie ab Gras rein. Okay, ich lass es. Lass verschwinden, lass noch einmal den Broadcast machen auf 1 und dann haben wir ab. Okay. Den ich vorgehen. Peace out, Brüder. Lass hier hochgehen zum Berg wieder. Wo wir herkommen. Arcano ist schon geil, oder? Das war echt richtig lustig. Hat Spaß gemacht. Ja.